Und hiermit herzlich willkommen zurück zu Paper Mario 64. Ich muss mal kurz Musik ein bisschen auf den Ohren leiser machen. So, jetzt ist es angenehmer. So. Weiß nicht, wenn ich jetzt kämpfen muss, möchte ich mich schon vorher heilen, aber wie viele Sternenpunkte habe ich denn? Dafür eine Heilung reicht das. Macht schon los, wir brauchen mehr Wolken. Ich will das ganze Land unter Wolken sehen. Wir werden sie lehren, die Macht der Puffmaschine zu fürchten. Verzieh dich, lass mich in Frieden, Mann. Siehst du denn nicht, dass ich zu tun habe? Meister Schnaufuller hat einen teuflischen Plan ersonnen. Ich liebe Wolken, ich liebe sie, deswegen finde ich es einfach cool, die ganze Welt damit einzuhüllen. Und du, magst du auch Wolken? Ege, du bist dieser Gangster Mario. Leute, es ist Mario, wir müssen ihn schnappen, bevor er die Puff-Puff-Maschine beschädigt. Erstmal mache ich euch platt. Plupp. Und dann kann doch mal... noch einmal... Sushi ran. Und alle mal ein bisschen mit Tsunami einheizen. Lief eigentlich ganz gut. Das geht ja. Ja, geht voll klar. Dann einmal wechseln auf Bu. Patsch, patsch, patsch. Mensch, ich hab den Sprung vermasselt. Das ist mir schon lange nicht mal passiert. Ich würde mal sagen, unser nächstes Level Up kommt. Auch noch 8 Sternpunkte. Ah, Rückzug, Jungs. Er hat uns gezeigt, aber wie? Husch. Ihr habt Lust ab. Seht ihr diese Feiglinge an? Also gut, Mario. Wir sollten uns jetzt um die Puff-Puff-Maschine kümmern. Puff, 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 puff. Kann ich da draufschlagen? Einfach draufhauen, bis es kaputt ist. Ich auch von der anderen Seite. Ja, ich würde mal sagen, das war's dann. Wow, die Wolken sind vor Zeppelin, ein bisschen Sonnenschein. Okay. Oh, kostbares Sonnenlicht. Ohohoho. Mario hat es geschafft. Er hat die Blütenfelder gerettet. Oh ja, die Sonne. Juhu, yippie, die Sonne ist wieder da. Einfach so die Kontrolle zu verlieren, sieht mir gar nicht ähnlich. Du hast was weiß ich gemacht. Ach, die hellen Strahlen der Sonne. Endlich kann ich mich wieder an den schimmernden Licht auf das Wasser auf die Endlich kann ich mich wieder an den schimmernden Licht auf der Wasseroberfläche ergötzen. Oh, das wurde ja Zeit. Die Sonne. Die Blütenfelder sind gerettet. Und das Sonnenlicht ist meiner Schönheit natürlich sehr zuträglich. Die Sonne, oh, die Wärme tut so gut. Es ist vielleicht gar nicht so übel, an einem Ort gebunden zu sein. Ich fühle mich voller Leben. Es ist schön, den Leuten zu helfen. Ich könnte mich dran gewöhnen, Mann. Mario, was hast du nun vor? Ich folge dir überall hin.
Nächstes Mal gehe ich mich heilen. Was habe ich bitterlich nötig? Es sei denn, hau mal kurz bitte neue Gegner raus. Vielleicht schaffe ich es ja. Wie viele Punkte geben die denn? Du kannst aktuell nichts tun. Nur eins, das bringt jetzt auch nicht wirklich viel. Wir müssen dann schon mehr sein. Ja, Punkte. Ach, Mist. Ich mache jetzt einfach so weg. Eigentlich kann ich schon ein Level abfarmen. Da muss ich nicht zum Platoon zurück. Kommt aber auch drauf an, ob Bombett Schaden macht. Not again. Oh, Hammer Power. So, dann einmal vom Bett. Nur ein Schaden. Und ich glaube, der Schaden ging an mich. Okay, Bombeck kann nicht viel ausrichten. Dieser gegnerische Erstangriff, ich sehe doch nicht durch die Blumen. Ach, warte mal. Ich werde doch eh wieder komplett hochgeheilt, also von daher. Let's go, Zeit für Level Up. Mehr BP, bitte. Weg hier. Au. Ja, super. Bin hier weg. Einfach nur weg. Ja, dann einmal hier, bitte. Lucky Lester. Bitte schieb mich hier weg. Ui. Einmal speichern. Was habe ich denn für Orden? Hatte ich nicht irgendwas, was meine Kraft erhöht? Na, Schlag plus, aber nicht. Womit der Sprung verstärkt, ne? Doppelgriff. Was kann ich denn sonst noch hinzutun? Ich einfach den Multisprung, den Powersprung rein. Es sei denn, kann ich auch den Schrumpfer benutzen? Mal gucken. Und nochmal speichern. Komm schon, Mario. Dann kann ich doch jetzt alles pflanzen, oder nicht? Vielen Dank, Mario. Du hast hervorragende Arbeit geleistet. Du hast die Wolken vertrieben, sodass die Sonne wieder scheinen kann. Es tut so gut, noch so lange Zeit zu sehen, wie meine geliebten Blütenfelder wieder von Licht erflutet werden. Es geht nichts über den Sonnenschein. Du
Bevor ich das vergesse, wolltest du nicht die Zauberbohne einpflanzen? Jetzt sollte sie gut gedeihen. Ich würde sagen, der beste Platz dafür ist der fleckenweiche Erde dort drüben. Darf ich jetzt? Jetzt darf ich. Na so, ich habe so schnell A gedrückt. Das sieht aber auch nicht richtig aus, was ich schon mal gesagt habe. Oh, ein Erfolg. Sieh dir nur die Ranken an, jetzt kannst du den Nebelpfad erreichen. Wie Glückssohn. Mein Platz hier bekommt immer weniger Sonne. Wie unangenehm. Mario, ich glaube nicht, dass du laufen musst. Aber tu das, was du nicht lassen kannst. Ist das eine Kirsche? Lutsch und ein Eis? Und soll das da links ganz einen Donut darstellen? Läuft, würde ich mal sagen. Das läuft. Hey, wo bin ich denn hier? Hier geht es nicht weiter. Rainbow. Geht's noch unten weiter? Da geht's auch nicht weiter. Wir sagen einfach, es ist ganz normal, dass Mario auf Wolken laufen kann. Es ist ganz normal. Wenn jetzt hier irgendwann ein Sternsplitter war, dann esse ich einen Besen. Löschen. Direkt der Bossfight da. Lebes bisschen. Da bin ich jetzt wirklich nicht drauf vorbereitet. Lalalala. Bist du der Mann namens Mario? Hast du die Puffmaschine zerstört oder nicht? Was hat dich dazu getrieben? Du hast meinen Plan, die Blütenfelder zu zerstören, völlig ruiniert. Ich war gerade dabei, diese sonnenüberflutete Hölle in ein Wolkenparadies zu verwandeln. Aber ich kann wohl nicht verlangen, dass jemand von deiner Intelligenz das alles versteht. Leider muss ich dir mitteilen, dass König Bowser mir befohlen hat, dich zu besiegen, falls du hier auftauchen solltest. Aber ich würde dich auch vernichten, wenn ich nicht den Befehl dazu erhalten hätte. Du wolkenvernichtende Bestie, du kannst den Stern nicht retten. Bitte erstmal scannen. Das ist Schnaufula. Er ist ein gigantisches Wolkenmonster. Maximale KP 60, Angriffskraft 5, Verteidigung 0. Seine Donnerattacke ist sehr gefährlich. Wenn du dich nicht verteidigst, wirst du massiven Schaden erleiden. Wenn du ihn angreifst, erscheinen kleine Wolken namens Schnuffis. Ihre Anzahl entspricht dem erlittenen Schaden. Wenn du die Schnuffis in Frieden lässt, wird Schnaufula sie verschlucken und seine KP regenerieren. Du musst geschickt aktieren, um diesen Kerl zu schlagen. Man sollte dich jetzt eigentlich nicht mal angreifen. Dann setze ich doch einfach mal Ruhigstelle ein.
Dann macht er schon mal ein bisschen weniger Schaden. Glück. Aua. Nun setze ich doch mal Multisprung ein. Hörst du alle Gegner? Ich habe den falschen Sprung drin. Ach Mist. Und dann mach mal den normalen Sprung. Nein, ich hab's vermasselt. Dammit. Komm, Sushi, mach ein Tsunami. Das war jetzt nicht meine beste Leistung. Meine Konzentration ist nah. Meister Schnuffler, ich will Mario auch verklopfen. Erteilen Sie mir die Erlaubnis zum Angriff? Ja, auf ihn. Die machen mir gar keinen Schaden. Lockt er sie jetzt alle wieder ein? Ja, kein Schaden. Sowas aber auch. Aber warum? Krieg das nicht hin. Krieg das echt nicht hin. Der saugt jetzt alle ein. Das ist gut. Angriffskraft plus. Das ist ziemlich nice. Wenn ich jetzt auch treffe. Einmal hat er es nicht eingesaugt. Ich möchte nur kurz was ausprobieren. Und zwar mit Das ist so gewollt. Nun werde Zeuge der Macht meines Sturms. Meister Schnuffel, lass ihn mir. Okay. Oh Gott. Und dann sage ich doch mal Sternensturm. Und dann kannst du doch mal unsichtbar machen. Und dann setz doch mal Multisprung ein. Immerhin sind die schon mal weg. Lass ich zumindest nicht mal allzu sehr voll heilen. Mach mir einen Schaden, der ist ja heftig drauf, Junge. Du, für dich war es das jetzt. Okay.
7 Schaden. Hm. Na gut, vielleicht auch nicht. Aber fast. Immer ist zwar Schaden. Ist in Ordnung. Es scheint, als hätten wir Ärger. Ich sollte mit den Spielchen aufhören und ordentlich zuschlagen. Werdet ihr das schaffen, Meister? Wir sind doch nicht am Ende. Jetzt komme ich. Das habe ich jetzt nicht kommen sehen. Naja. Nein, ich kann nicht verlieren. Hast du aber. Und damit haben wir Stern Nummer 7 befreit. Schnaufeler, die übelste Wolke aller Zeiten ist nur mein Nebel, aus dem der sechste Stern hervortrat. Die dichten Wolken, die Schatten auf das Land warfen, sind nun fort und die Sonne strahlt wieder. Nur noch ein Stern wartet auf seine Rettung um seinen Platz in der Sternenschlucht. Nur noch ein Stern wartet auf seine Rettung, um seinen Platz in der Sternenzuflucht einzunehmen. Vielleicht darfst du bald schon Prinzessin Peach wiedersehen. Vielleicht. Denn auch Kami Koopa wartet schon voller Ungeduld auf sein baldiges Wiedersehen. Auf dich und deine Niederlage. Gut, aber damit sage ich an dieser Stelle Dankeschön fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, tüdelü.